Moin und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Es geht weiter hier. Wir gehen zur Ritualstelle heute. Da, wo das Ritual mit der Geisteskraft stattfinden soll. Surt und seine Leute sammeln irgendwelche Geisteskraft. Man weiß noch nicht wofür. Und auch Acer, seine Tochter, weiß noch nicht mal ganz genau, was ihr Vater hier eigentlich plant. Mal gucken, ob wir sie dort auch zu sehen bekommen. Aber ich habe mal wieder die starke, schwere, große Waffe weggepackt. Weil genug große Waffen gespielt. Bin ja nicht so der große Fan von so größeren Waffen. Die hier, die Edgear, war nett. Aber ich habe in der Kiste für Reichtum einfach nochmal einen neuen Dolch gefunden. Und wenn ich mir mal hier so die ganzen Waffen durchgucke, gibt es echt nicht so viele Dolche in diesem Spiel. Ist bei mir jetzt auch schon wieder lange her, dass ich Dolche gespielt habe. Da kamen ja Einhandschwerter, Sicheln, Speere und dann jetzt hier wieder die andere Waffe, die ich mal wieder gespielt habe. Ich glaube, es liegt hunderte Videos zurück, dass ich zuletzt Dolch gespielt habe. Also kann man das mal wieder ausprobieren. Und zwar ist das hier Fenrirs Schneidezahn. Und ich glaube, Loki findet das auch bestimmt lustig, wenn ich hier die Zähne seines Sohnes benutze, um damit rumzulaufen. So, das Ding hat Spezialangriffe, verbrauchen mit dieser Waffe weniger Ausdauer. Auch nett. Habe ich noch aufgebaut. Angriffe nach jedem Treffer wird erhöht, weil die so schnell sind. Ist das eigentlich eine feine Sache. Schnelle Waffen, 10-mal Zuschlag, wird immer der Angriff erhöht. 4,0 Angriff nochmal reingebaut. Ja, die sind noch nicht auf Maximum, weil ich einfach echt Probleme habe mit Titan hier, ne? Und in der anderen Hand habe ich dann halt noch einen älteren Dolch reingepackt. Ist natürlich auch beides Rabenausrüstung. Der iberische Sachs. Kritische Chance wird nach Ausweichen vorübergehend erhöht. Mache ich auch recht häufig. Und bei fast voller Gesundheit wird kritischer Schaden erhöht. Und deswegen nochmal Crit-Chance auch nochmal rauf und Crit-Schaden auch nochmal rauf. Ja. Gut, hoch. Crit-Chance. Schnelle Waffen. Da ist hohe Crit-Chance natürlich besser. Aber hier sieht man auch, wie viele Updates noch fehlen. Wegen den Titanproblemen. Naja, gucken wir mal. Mein Armreif ist auch abgedatet. Der hat jetzt zwei Balken und ich kann drei Fähigkeiten benutzen. Hab oben den Raben drin, links Feuer, Lava laufen und rechts den Schuss für diese Eisplattform. Das nochmal als kleines Update vorweg hier vor der Episode. Und jetzt freue ich mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Willkommen zurück und jetzt geht es zur Story. Ich glaube, ich reite mal mit Borsti hin. Borsti! Auf geht's. Gibt's jetzt also mal wieder Dolch-Gameplay hier. Immer schön mal wieder Abwechslung zu haben im Gameplay. Achso, und das Aussehen von den Fenrir-Reißzahn hier, das Aussehen, wie der hier aussieht, habe ich einfach auf den Sachs auch nochmal übertragen. Jetzt sehen halt beide Seiten aus wie das Ding. Ja. Hier sieht man das nochmal in der Größenaufnahme. Eigentlich ganz cool. Mit dem Pelz und sowas noch ein bisschen dran. Ein paar Gravierungen auf der Klinge. So, habe ich jetzt zweimal in der Hand. Also optisch zweimal. So, hier soll irgendwo das Ritual stattfinden. Hier ist ein Dorf. Okay, Gegner sind auch da. Ist es hier schon? Hier ist es schon. Hier soll das Ritual stattfinden. Da in... in der Lava oder was? Schaue ich mich mal hier um. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja. Ich werde mal das anmachen. Und irgendwie ist hier Kalt, alles. Könnte hier sein. Vielleicht sehe ich von diesem Dach aus mehr. Hier ist halt alles umgeben von Lava. Mega hier. Ja. Doppelattentat mal wieder voll dagegen. Nichtskönner! Nichtskönner, ja. Ich weiß. Ei. Letztes Mal. Ich bin der schnelle Schnetzler heute. Kommen wir hier rein? Ja. Aber hier ist ja nichts. Hä? Wieso ist das Ding da? Ach, um nach oben zu kommen? Na. Hier ist gar nichts. Auf das Dach da vorne soll ich rauf. Ich dachte hier, wo ich stehe. Was erzählt er?
Oder grunzt er nur? Kraft von Muskelbleiben kann ich auch noch hier im Heuwagen jetzt aktivieren. Achtung, der sieht mich noch. War doch hinter dem. So, ausgewichen und Bonusschaden. Und von hinten mache ich dann auch nochmal mehr Schaden hier mit dem. Schöne Kopfnuss, ne? Richtig schön. So brenne ich ihn jetzt. So, ich bin auf dem Dach drauf. Ach, ich soll da unten rauf. Oh Mann, falsches Dach. Das Dach ist doch hier viel höher, ey. Wenn sie einen Überblick haben, oder wenn er einen Überblick haben will, kann er das doch von hier aus machen. Okay, gucken wir mal. Wie das Ritual hier stattfindet und wo Calda bleibt. Fürst Calda, mit deiner Erlaubnis kehren wir nun zu Acer zurück. Bald. Noch brauche ich euch. Acers Krieger, wie passen die ins Bild? Du bist einer ihrer Hauptmänner, oder? Ein Posten, den ich mit zwei anderen teile. Du bist mir gleich aufgefallen. Stark. Entschlossen. Komm mal hierher. Sigrun und Halstein waren zwei der meistgeachteten Söhne Ivaldis. Wenn solch eine Rufbedingung für diese Rituale ist, lockt Calda diesen Feuerriesen sicherlich in den Tod. Ob es wohl eine Möglichkeit gibt, das Ritual aus nächster Nähe zu beobachten? Ich muss mich Calda nähern, ohne dass er es bemerkt. Vielleicht wäre eine Täuschung das Beste. Sie brauchen halt die Geisteskraft von stärkeren Leuten. Und deswegen. Deswegen informiert er sich über starke Kommandanten. Im Dienst des Surz haben wir nichts zu fürchten. Ich bin da. Schönes Bild. Edenapfel. Wir hätten es haben können. Nach Nordwesten. Acer war ihm dicht auf den Fersen. Allerdings. Weit können sie nicht gekommen sein. Eins mit dem Allfeuer. Die Flamme stirbt. Wir hätten ihn echt haben können, wenn Acer das nicht jetzt versaut hätte. Ein bisschen mehr Geduld hätte die Prinzessin haben können, ey. Aber Acer war sauer, dass er natürlich ihre Leute auch hinrichten wollte. Lang wird es nicht mehr dauern. Aua. Aber von hinten nur ein 100er Crit, ey. Lass nicht nach! Kuchen sollst du! Was willst du? Hab ich da Kuchen verstanden? Ah! Der Schubser war böse, ey. Hab mich die Füße verbrannt. Mann, da kippt er wieder um, der. Nächster, du kommst auch noch her. So. Ist er wieder aufgestanden? Nee, ist er down. Oh, wo kommst du denn her? Muss ich erstmal wegparieren. Und nochmal. Schamir, hier! Ja, ich bin doch da. Dann nehme ich. Von hinten. Was macht der denn? Willst du kämpfen oder nicht?
Hast den Kopf verloren. Oh, moin. Wir verlieren nicht. Ich auch nicht. Waffe nehmen? Ah. Bam! Da ist noch einer. Hier hinter mir war auch noch einer. Da. Machst wie ich. Was? Voran! Verlieren wir keine Zeit! So, jetzt darf ich die anderen nochmal verfolgen, oder? Achso, ich entkomme aus dem Gebiet. Vielleicht komme ich auch unendlich. Mach einen Hüpfer. Ist immer wieder schade, dass man nicht selbstständig springen darf. Erstmal aus dem Gebiet raus. Okay, ich bin raus. Er jagt Calder wie eine tollwütige Hündin. Doch ist er kein wehrloser Hase. Welche Spuren dieser Jagd werde ich finden? Das ist eine gute Frage. Entweder finden wir am Ende Calder tot oder Acer. Verfolge Acer und Calder. Da lang sind sie, 100 Meter, okay. Aber ich habe gerade Fähigkeitspunkte gekriegt, die werde ich noch schnell einbauen. Bin ja fast durch hier mit allen. Ja, 2 Punkte bin ich durch. Heilen des Dingens und das und durch. Alles gelernt, was da ist. Jetzt geben die nächsten Fähigkeitspunkte hier wieder in der Mitte auf die... Na, auf die Beherrschungen. So. 534. Okay, dann verfolgen wir sie jetzt. Wenn Acer nicht so stürmisch gewesen wäre, hätten wir es auch geschafft, ey. Aber auch Odin hatte echt Glück gehabt, dass Calder ihn nicht alles abgesaugt hat mit dem Ding, ne? Diese Narren stellten sich ihr in den Weg. Da hat er einfach den Hugakehr auf ihn angewandt. Ein bisschen gespürt hat er das schon. Und dann die Vision von Baldr dann gesehen. Der riesen Zwergendamm da vorne, ey. Okay, hier ist Feuer. Ich bin an ihm vorbeigeritten. Achso, ich muss erstmal hier den Ort wieder erkunden wegen Hinweise. Das ist doch so ein Alarmdingens da oben. Den machen wir lieber mal aus. Brauche ich jetzt sogar schon zum Erkunden-Lava-Laufen hier? Nee. So, einer von ihren Leuten. Mit welcher Wucht traf er auf diesen Felsen? Vermutlich starb er beim Aufprall. Okay, Acer hat ihn runtergetreten. Dagegen, okay. Wo haben wir noch mehr? Hier steht noch eine Kiste rum. Da ist der nächste Tote. In diesen Kisten ist leider nie Titan drin. Gehen da lang. Mehrere Wunden. Er hat sich gewehrt. Aber nur kurz, nehme ich an. Ist sie mit dem Speer da runtergesprungen, ey. Acer kann halt kämpfen, ne? Die weiß halt umzugehen mit ihrer Waffe. Und der letzte Hinweis ist dann dort. Kann ich mir aber so nicht anschauen. Muss ich wirklich das aktivieren? Keine weiteren Leichen auf diesem Kriegspfad. Der hier starb zuletzt. Acer holte Calder ein. Seine Krieger stellten sich ihr in den Weg, während er weiterlief. Aber Acer fuhr wie ein Wirbelsturm durch sie hindurch. Die Spur der Toten verrät ihren Weg. Calders ebenso. Und am allerwichtigsten, den des Hugakehrs. Sie laufen nach Westen. Okay, ab nach Westen. Einer dem Wolf am Schwanz gezogen. Hm? Was wollt ihr denn hier? Eine Patrouille? Hey, wer macht hier Rauchbomben? Der hier war's.
Nicht weglaufen mehr. Sei da ins Feuer gelaufen? Nee, da brennt doch was. Halt doch mal hier, du Vogel. Alter. Boom. Diese kurzen Piekserchen finde ich immer nice. So, jetzt sind die weg. Über Wasser? Okay. Können wir uns ein bisschen abkühlen hier. Nach dem ganzen Feuer. Ich muss Calder vor Acer finden. In ihrem Blutrausch ist der Hugakehr nicht sicher. Sieht aus, als hätten die beiden alle Feuermuspelshelms mitgebracht. Und Freya wundert sich, warum ich nie einen Ausflug zu diesem verbrannten Dunghaufen mit ihr machen wollte. Acer und Calder haben hier gekämpft. Es wurde Blut vergossen. Okay, das ist aber dann das Blut von Calder. Wenn sie ihn hier erwischt hat. Ein Hieb ins Gesicht. Zwei Paar Fußspuren. Eines mit großen Abständen, wie auf der Flucht. Das andere enger, unregelmäßig. Von Blut umgeben. Möglicherweise humpelnd. Hier kämpften Acer und Calder. Er gewann die Oberhand. Törichtes Mädchen. Dein Zorn macht dich verwundbar, Acer. Sie ist verletzt, aber nicht schwer genug, um aufzugeben. Anscheinend ist sie Calder auf diesen Hügel gefolgt. Sie ist auch verletzt, oh Mann, oh Mann. Ich glaube nicht, dass Harvey derjenige sein wird, der Acer dann aufhalten sollte. Und ich dachte ja, die verbünden sich vielleicht noch gegen Surt oder sowas. Oder sie hilft ein bisschen mit. Aber jetzt stürmt sie da in ihr eigenen Tod, glaube ich. Ganz anders als erwartet, muss ich gestehen. Ich dachte, wir holen uns ein nacheinander, so von Surts Familie. Nee. Kommt das echt ein bisschen anders hin. Okay, der nächste Ort. Dieser Ort wird gut bewacht. Stimmt. Weder Acer noch Calder in Sicht. Nur diese neugierigen Jötner, die mir im Weg stehen. Sie sollten fliehen. Werden sie aber nicht. Hast du mich schon gesehen? Ja, wahrscheinlich. Ja, zu spät. Kopfnussabschluss. Lieber hierher ziehen, brauche ich nicht so weit laufen. Kann ich hier vorne wenigstens die Spuren untersuchen. Hier war ein Karren. Ein Karren? Und da sind Schleifspuren, die zu ihm führen. Oh. Er hat Acer aber K.O. gehauen, oder? Und jetzt, bringt er sie mit dem Karren weg. So wie das hier aussieht. Die wurden benutzt, um jemanden zu fesseln. Das hier ist nicht Acer, das ist zu groß, glaube ich. Ich glaube, sie ist das hier. Da hat sie doch den Kampf schon verloren. Das ist natürlich jetzt auch schlimm, weil jetzt können sie natürlich Acer benutzen und ihr den Huga aussaugen. Die hat da nämlich bestimmt auch einiges von. Acers Speer. Zurückgelassen. Konnten Calder und seine Schergen sie letztlich besiegen? Calder hat sie in einen Hinterhalt gelockt, den ganzen Weg hierher. Sie war schon verletzt. Er hat sie genau hierhin gelockt und seine ganzen Leute jetzt. Dann war sie unterlegen. Die Toten stapeln sich. Für diese Feuerriesen kam Ragnarök schon eher. Acer folgte Calder in dieses Lager. Sie hat geblutet, war blind vor Wut und erschreckend leichtsinnig. Sie scheint einen Preis dafür gezahlt zu haben. Sie brach herein, zerfleischte alle, die dumm genug waren, sich zwischen sie und Calder zu stellen. Doch es gab zu viele dieser Dummen. Verletzt und entwaffnet wurde Acer überwältigt und gefesselt. Calder ließ sie dann wie einen Sack Rüben auf einen Karren werfen. Sieht aus, als hätten sie diesen Pfad genommen. Was hat Calder mit der kleinen Prinzessin vor, nun da sie seine Gefangene ist? Doch sich
Doch, doch. Die Spur genau nach Westen. Ich muss Calder finden und den Hugerkehr. Um Baldas Willen. Eben genau das. Er wird... Ist das Aesas Blut? Sie aussaugen. Oder ist sie weiterhin nicht klein zu kriegen? Blut hier, das vom Karren tropft. Wobei aber Calder ist ja auch noch verletzt. Darf man auch nicht vergessen. Wir verweilten sie kurz, bevor es weiterging. Wahrscheinlich, um Aesas Fesseln zu überprüfen. Selbst in ihrem jämmerlichen Zustand war sie sicher ein harter Brocken. Sie hat sogar mich überwältigt. Kurzzeitig. Ja, nur kurz, ja. Baldar würde meine Mittel bestimmt nicht gutheißen. All die Grausamkeiten, die ich für ihn begehen muss. Aesir und er sind jung, reinen Herzens, aber mit wenig Scharfsinn. Eines Tages werden sie erwachsen sein und das Leben so sehen wie ich. Bis dahin ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie lange genug leben, um diese Weisheit zu erlangen. Und so kann ich es mir nicht leisten, ohne Fehler zu sein. Hier sind sie abgebogen, Richtung Fluss. Er will auch, dass Aesir lange genug lebt? Okay. Hat also akzeptiert, dass sie rein Herzens ist. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Große Fläche, hier könnte man kämpfen. Ja, es ist die Prinzessin. Einfach so zurückgelassen? Oder ist es eine Falle? Aesir. Bist du das wieder, Wütende? Willst du dein Schicksal herausfordern? Ich sterbe heute nicht. Kannst du dasselbe behaupten? Ach ja. Du hast schon einmal bewiesen, wie du es genießt, völlig sorglos herumzustolzieren. Hat dir der Hugerkerl keinen ausreichenden Vorgeschmack geliefert? Genug der nutzlosen Worte. Gib mir, was mein ist. Oder soll ich es mir einfach nehmen? Um Angst zu kennen, müssen wir ihr erst ausgesetzt sein. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich mir Aesirs eigensinnigen Huger nehmen. Bald darauf wird der Hugerkehr vollständig sein. Dann wirst du wissen, was Angst ist. Und Schmerz. Genau wie dein Sohn. Okay. So ein verzweifelter, schwächelnder Mann. Ich wünschte, alle Aesir könnten dich jetzt sehen. Oh, oh, oh. Au. Autsch. Echt? Nicht umfallen. Boah. Krasser Effekt. So ein verzweifelter, schwächelnder Mann. Ich wünschte, alle Aesir könnten dich jetzt sehen. Okay, da. Seine schweren Angriffe hauen dann immer vom Boden. Ja, jedes Mal. Mich nochmal. Wenn ich ihm die leere Hülle seiner eigenen Tochter zeige, aber ich werde dafür sorgen, dass er die Wahrheit erfährt. Einfach aus dem Bereich ein bisschen rauslaufen. Und ausweichen, perfekt. Und kritische Treffer in den Rücken. Das war schön. Mehr vermagst du nicht? Na komm, Harvey. Selbst ein Junge setzte sich mehr zur Wehr. Die Kombo, ey. Nochmal, okay. Kein Problem. Ich genoss es, meine Klingen in Baldars Fleisch zu stoßen. Nachzusehen, was da runter. Er war rein. Hab dich gleich. Und da geht er down. Warum sammelt Surt Hugia? Was hat er mit dem Hugerkehr vor? Sag es mir! Warum
Planst du, mein Werk zu vollenden? Frage dich, wie sehr du in deinen letzten Momenten leiden möchtest. Na los, tu es! Du verschwendest deinen Atem. Er wird es dir nicht sagen. Das muss er auch nicht. Ich kenne seine Geheimnisse nun. Du willst sie? Ja? Geh zur Seite. Was? Ach, sie will ihn töten. Geh zur Seite oder ich vernichte ihn. Verräterin! Verräterin? Du bist es, der seinesgleichen abschlachtet. Was ich tue, tue ich für Surt. Solch eine Hingabe erfordert einen starken Huger. So viele Opfer. Und du hättest nur nach innen blicken müssen. Hatte er recht? Willst du den Huger-Kerl vervollständigen? Surt wird meinen Sohn gegen nichts tauschen, das er nicht verwenden kann. Also wirst du es durchziehen? Wozu? Wie viele Leben würdest du nehmen? Für Balder würde ich alle neuen Welten lehren. Sogar Asgard. Die Worte eines schrecklichen Königs. Und eines selbstlosen Vaters. Das ist das Einzige, was dich von meinem unterscheidet. Du willst deinen Sohn zurückhaben. Ich will die Pläne meines Vaters in Scherben sehen. Egal, was es kostet. Kannst du beides wahrmachen? Kann ich. Doch dann brauche ich deine Hilfe. Der Huger-Kerl benötigt immer noch den Huger eines passenden Jötun. Kalder hat nie einen gefunden. Ich muss auf die Jagd gehen. Tu, was du willst. Ich schließe mich erst einmal meiner Stiefmutter an, wo sie auch sein mag. Ich werde herausfinden, welche Rolle der Huger-Kerl in Vaters Plänen spielt. Und dabei mime ich natürlich ganz die reuige Stieftochter. Behalt es. Dann kann ich dich finden, wenn es Zeit ist, meinen Vater zu stellen. Okay. Du hast eine Verbindung zu diesem Schmuckstück? Anfangs wollte ich dich zu meinem Vorteil benutzen. Nun stehe ich in deiner Schuld. Ohne dich hätte ich wahrscheinlich nie erfahren, wozu mein Vater fähig ist. Er hat unser Volk benutzt. Uns zu seinem Vorteil gegeneinander aufgehetzt. Das kann ich ihm nicht vergeben. Und somit bin ich deine Verbündete. In Asgard sind Verbündete Freunde. Übertreiben wir es nicht gleich. Ach, schön, dass sie doch überlebt hat. Ich hatte Schlimmeres befürchtet. So ist gut. Ist ganz gut ausgegangen. Aber ja, wie sie ihn hier auch bloßgestellt hat, ne? Malvik, Quest abgeschlossen. Wo er gesagt hatte, so, ja, ey, ich mach alles für Surt. Und sie dann gesagt hat, ja, ey, dann, warum hast du nicht deinen eigenen Huger abgesaugt und nicht den von den anderen Leuten, ne? Ja, so loyal war er dann doch nicht, um sein Leben für die Sache zu geben, ne? Lieber das Leben von anderen nehmen. Hat sie schon recht gehabt. Du hättest nur nach innen schauen müssen. Okay. Reise zur Zuflucht. Ah ja, genau. Ich wollte ja sowieso zurück zur Zuflucht. Denn hier in der Zuflucht habe ich ja den Schmied befreit, der dann hierher wollte. Vorher war ja hier kein Schmied da. Und der wollte ja eh nochmal mit mir reden. Dann passt das ja von der Quest her. Und das Königreich ist ja auch abgeschlossen. Genau wie das. Alles auf 100%. Perfekt. Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten in der heutigen Episode. Der zuckt ja noch. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen heute. Oh, wir haben Kaldas Zorn noch geguckt, bekommen. Geguckt. Die gucken wir uns noch an, das wollte ich sagen. Eine Dänenaxt, also. Also nichts, was ich spielen werde, aber... Da, Feueraxt. Kaldas Zorn. Stelle nach dem Töten etwas Gesundheit wieder her. Ah ja, für... Ah ne, das ist sogar... Doch, ist eine Dänenaxt, aber die sieht klein aus. Winzig. Gut. Für Leute, die Äxte mögen. Große Äxte. Vielleicht ist da was für euch dabei. Danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.